Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen, Terra Life Plus. Ja, was habe ich so festgestellt in letzter Folge? Die ersten beiden Ballen kann man jetzt noch nicht erkennen. Gleich im Rollt nicht. Das ist ja Weidegrasheu, aber das ist also die erste. Das Weideheu, die Beine, die hinteren, die vorne sind. Das ist, wie heißt das hier schön? Ja, Weidegrasheu. Also wie hier. Ne? Blicke nicht durch, aber das ist halt so. Weil ich kriege den ja in der Produktion nicht rein. Naja, ich muss mal jetzt, bevor ich die nächsten Folgen aufnehme, testen. Und zwar, ob das wirklich mit der neuen Karte anders sein wird. Weil es wird ja empfohlen, den neuen Spielstand zu beginnen. Was ich noch nicht gemacht habe, weil ich mir schlechtweg die Arbeit ersparen wollte. Ich werde irgendwo noch lang, weil ich sie keinen Ball pressen. Da rumfährt er. Ja, mit Wenden ist er fertig. Ne, Wenden ist er noch bei, ne? Auch fertig. Da muss doch einer geschwattet werden. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Also, aber vielleicht ist das ja schon ganz schnell geklärt, wenn ich das mal getestet habe. Ja, dann mal schauen, wie es dann funktioniert, ne? Weil die andere Wiese, das Heu, was ich ganz am Anfang gemacht habe, die Wiese, da, was lose ist, auch Wiesenheu. Und da bekam ich auch eine Produktion rein. Mit einem Hartlager reingekippt. Und da hat es funktioniert. Will eh nochmal herfahren. Und da ist auch entsprechend die Umwandlung im Gange. Geht zwar nur 1000 Liter rein, aber wer Gott nicht, ne? So viel brauchen wir eh nicht. Also irgendwann, also nach dem Testen werde ich wissen, was los ist. Wahrscheinlich ist das so. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich halt den Umzug durchziehen und das so hinkriegen, wie es jetzt ist. August. Ja. Ja, mal schauen. Also die Fahrzeuge, das ist das leichteste. Die Früchte einstellen ist ein bisschen aufwendiger. Oder ich nehme einfach den August und dann muss ich halt den April und fange da an. Ja. Ist nicht so einfach. Jetzt mal gucken, ob die Ballen auch angenommen werden im Heulager. Das ist das nächste. Das ist alles nennen, wo es wieder Heu wird. Weil in Ballenform ist es ja Wiesenheu. Und wenn ich das in den Futterbüsche reingebe, dann ist es ja, weiß ich, der eine Ballen war plötzlich Luzerneheu. Was ich noch gar nicht verstehe. Aber wie gesagt, das ist eine Frage des Programmierens, was dann mehrere Varianten sein könnte. Ob ich ein Stroh-Einstreugerät nehmen muss, um die Heuballen zu zerkleinern, so auch zu Wiesenheu halt, ne? Dunkel ist ja was anderes, das ist ja kein Thema, aber es kann dann so. Muss ich schauen. Aber wie gesagt, richtig Ergebnisse kann ich erst bringen, wenn ich weiß, mit getesteten Spielstand, ob das da auch so ist. Das geht aber nur irgendwann später. Ich würde jetzt wissen, vorarbeiten nicht, aber im Prinzip ganz gerne erstmal die Aufnahmen fertig machen und dann nachher testen. Ich habe ja nächste Woche ja Spätschicht.
nach der Arbeit die ersten beiden Tage die Marsch dann fertig machen. Oder die Crossing, mal sehen, ob die Reihenfolge noch halt ändert. Ist ja im Grunde völlig egal. Muss ich mal schauen, wie es hinkriegen, ne? Wirst du dann gleich den anderen programmieren zum Spatten, ne? Lassen. Oder auch nicht, wenn wir da eh umziehen müssen. Dann ist das ja auch Quatsch. Dann muss man halt die Früchte so nehmen, wie es ist. Also. Muss ich mal schauen. Der Arbeitsaufwand ist ziemlich groß. Und man darf auch nichts vergessen, ne? Da müsst ihr aber so am besten so ein Förderband hinhängen. Da kann man das lose abkippen, dann geht das rein. So ein kurzes Förderband. Das würde auch gehen. Wie gesagt. Wenn ich auf der Karte bleibe, eigentlich ja, normalerweise. Das müssen wir halt ein bisschen anpassen, ne? Ist ja auch nichts. Bin ja gespannt, wie ihr das annimmt hier. Das Heu. Das eine ist ja was anderes. Das ist ja. Kann man ja sehen, ne? Optisch ist ja was anderes. Fast wie Silage, aber das. Okay, Luzerneheu. Luzerneheu habe ich noch nicht geerntet. Auch nicht gekauft. Es gibt. Oder wisst ihr, ob das spezielle Lager von Terra Life gibt, die das entsprechend separat lagern kannst. Das ist hier eine spannende Frage. Also die ersten Ballen gehen auf jeden Fall rein, nur halt die anderen weiß ich nicht. Und was kommt denn bei raus, ne? Werden überhaupt angenommen. Nö. Die werden nicht angenommen. Aber ich probiere was anderes aus, ob der Kuhschlau die annimmt. Denn sonst habe ich ein Problem. Womit? Scheiß. Da nimmt er nämlich nicht an. Warst du voll? Baufuhr, das nicht voll. Das ist blöd. Gut, der ist eh bald weg, ne? Weidespott. Kann man irgendwie aufschneiden? Aufheben? Wegwerfen? Ja. Buttermischwagen. Nee. Geht alle Hand rein. Symbole muss ich kritisieren, da kann man selten was erkennen.
Bauvorrat drin, also als Sterneheu, gelbe Speitergrasheu, Wiesenheu. Aber Feldgrasheu bitte nicht. Warum nicht? Welche den Scheiß denn ja los? Das ist die entscheidende Frage dabei. Das weiß ich aktuell nicht. Verkaufen müssen, das wäre eine Option, ne? Ja. Das wäre eine Option, verkaufen meine Händler, da geht garantiert. Oder haben spezielle Mischungen? Müsste ich gucken, ob wir was speziell anmischen müssen für unsere Tiere. Dass hier genommen werden kann. Aber ohne Lager ist ja auch blöd. Oder es geht da nicht rein, weil es einfach nur was drin ist, was anders ist. Das kann sein. Wir müssen noch ein Lager dazu kaufen. Also langsam gibt mir der Platz aus. Na gut, erstmal holen. Meine Lose kriegt es auch rein, aber. Ja. Ist halt so, ne? Aber lose fährst ja auch ein dumm dem Ding für sein. Machen das mir auch. Müsste den Futtermischwagen höchstens ausleeren und dann nachher mal anders probieren, was reingeht. Lose hinbekommen. Und das kann mir schon vorstellen, dass es in speziellen Lager leer ist, dass dann auch das andere Heu reingeht, ne? Dann halt das. Was laut Mais Plus ist das, glaube ich. Naja. Nicht möglich. Also. Immer nur genau nachgucken. Vielleicht gibt es auch speziell irgendwo ein Lager. Das ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Schon werden. Erstmal heute noch ein bisschen sammeln und dann schauen wir näher, was wir näher mit den anderen Rest machen. Ne? Wir verkaufen. Wenn die andere Wiese weit ist, gucken wir, ob dann auch heu wird. Ne? Im Update ist es immer gefährlich. Da kann natürlich sein, dass man ganz anders rauskommt. Bei, ne? Sieht dann was verändert. Dazu war oder so ist, weiß ich nicht. Das können wir erst sehen, wenn das wieder gewachsen ist und wir können sie dann mähen. Oder wir müssen halt eine Wiese uns kaufen, wo das Zeug halt steht. Das müssen wir halt dann wenden und dann versuchen aufzusammeln, ob das entsprechend dann Wiesenheu ist. Hier geht es um die Bezeichnung. Also normalerweise kippt es alles rein. Ja. Ob es dann hinterher das ist, was wir haben wollen, ist die andere Frage, habe ich gesagt. Ja, Lupine oder Sojabohnen müssen wir auch noch zukaufen, aber gut, da haben wir aktuell das, wo das Geld herkommen soll. Aber die ganz großen Sachen können wir das nächste Jahr anbauen. Also, weil das brauchen. Also hier im Spiel, ne? So, Schatten machen wir aber nächste Woche. Warum ist der jetzt? Der fährt noch. Wo steht der an der Ecke? Da fahren wir hin. Ist ein Ball im Wege? Sehr wahrscheinlich. Aber er ist fertig. Du bist nicht fertig.
Okay, war wieder das Heu. Eigentlich hätte er jetzt hier rumfahren müssen. Irgendwas war, was hat ihn gestört. Einfach nur weiterfahren. Aber wollt wohl den zurück. Nee, das machen wir schwarz, machen wir nächste Woche. Weil jetzt weiß ich gar nicht, was überhaupt notwendig ist. Ob es überhaupt Sinn macht, ne? Wenn ich verkaufen können. Ja, dann ist das auch blöd. Mal gucken, wo wir das überhaupt gebrauchen können. Verkaufen macht ja allgemein ja keinen Sinn, weil es einfach zu wenig Geld für gibt. Ne? Da ist der ganze Arbeitsaufwand viel zu groß. Beziehungsweise, du musst ja auch noch düngen und kalken. Ah, kostet ja auch noch Geld. So, ich hoffe, das sollte auch schon heute gewesen sein. Ja, ich wünsche mal einen schönen Rest Sonntag. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tut der Hintern weh. Und hat ihn noch ein paar Minuten gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.